wollte ich euch ein Haul aus Kiel zeigen und noch ein bisschen was erzählen, wie es denn so war. Ja, natürlich war es sehr schön. Es war natürlich sehr viel los. Die ersten 2 Tage gingen noch, weil da waren noch nicht so viele Leute. Aber wo es dann Wochenende war, waren es echt viele Leute. Und ja, ansonsten war es sehr schön. Es war aber auch sehr anstrengend. Also noch einen Tag länger hätte es, glaube ich, nicht sein dürfen. Also es war eigentlich genau richtig. Es war sehr anstrengend, deshalb, weil ich das viele Laufen gar nicht mehr gewöhnt bin. Also seit ich mit meinem Ex-Freund nicht mehr zusammen bin, also nicht mit dem Ex-Freund, wo ich jetzt schwanger davon bin, sondern den davor. Mit dem war ich ja immer sehr viel unterwegs, im Park spazieren, und seit ich mit denen nicht mehr zusammen bin, sitze ich doch viel zu Hause, und das macht sich dann schon bemerkbar, weil man ist es dann gar nicht mehr gewohnt. Also ich glaube, letztes Jahr hätte es mir nicht so viel ausgemacht. Ganz einfach, weil ich das Laufen da besser gewohnt war wie dieses Jahr. Also ich bin absolut faul geworden, was natürlich nicht gut ist. Weil man könnte ja trotzdem jeden Tag noch oder jeden zweiten Tag spazieren gehen. Das muss man ja nur nicht spät abends machen, das kann man ja auch Nachmittag machen. Aber ich bin da absolut faul geworden, also. Mir fehlt da absolut die Motivation, obwohl ich ja damals auch spazieren gegangen bin, mich mehr bewegt habe, wo ich angefangen habe mit der Diät. Also noch bevor ich mit meinem Ex-Freund zusammengekommen bin. Aber trotzdem kann ich mich nicht dieses Jahr nicht so richtig motivieren. Zu nicht irgendwie. Und das ist natürlich sehr blöd, weil eigentlich wäre es schon nicht schlecht, wenn ich mich mehr bewegen würde. Wäre ja auch für die Schwangerschaft nicht verkehrt. Man soll ja auch täglich spazieren gehen. Oder es zumindest versuchen, dass man nicht so ganz so träge halt daheim hockt, aber ich bin da irgendwie absolut faul geworden. Klar versuche ich, oder denke ich mir oft dann, los, raff dich endlich mal wieder hoch, weil, wie gesagt, es macht sich halt bemerkbar. Mir ist das schon davor aufgefallen, dass mich eigentlich die kleinsten Schrecken schon anstrengen, von den Beinen her. Weil die Beine sind es einfach nicht mehr gewöhnt. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass ich da so faul geworden bin. Das hatte ich jetzt eben auch sehr gemerkt. Bei der Kieler Woche, gerade so am letzten Tag, bin ich dann sehr an meine Grenzen gekommen. Was die Beine anging, die haben dann einfach nicht mehr mitgemacht. Es war dann wirklich, es hat gereicht. Von den Beinen her. Aber ansonsten habe ich das, denke ich mal, alles relativ gut verkraftet. Wie gesagt, es war viel Lauferei. Es war zum Glück nicht so warm. Es war immer so um die 20 Grad. Und das war dann eigentlich recht angenehm. Ansonsten gab es natürlich viele zu essen. Viele Essbuden. Ja, was ich ein bisschen schade fand, dass wir den internationalen Markt erst, ja, war es am letzten Tag? Ja, es war am letzten Tag. Da haben wir leider erst den internationalen Markt gefunden, ich und meine Freundin. Davor sind wir immer halt an denselben Stellen rumgelaufen, jeden Tag. Und ich wusste es ja nicht, ich dachte immer, das wäre halt die Kieler Woche. Ich wusste ja nicht, dass es da noch weiter ging. Auf jeden Fall drauf gekommen sind wir dann auch nur, weil man Leute mit Tassen, wo Tassimo drauf stand. Und da habe ich mir dann so am dritten Tag gedacht, wo kommen die denn alle nur mit diesen Taschen her? Es muss doch irgendwo einen Stand geben mit Tassimo. Und da habe ich so zu meiner Freundin gesagt, irgendwie weiß ich nicht, es muss hier noch weitergehen.
Naja, und da sind wir einfach mal weitergegangen und haben festgestellt, nachdem wir so eine Weile gelaufen sind, da geht es ja tatsächlich noch weiter. Da waren wir erst auf dem internationalen Markt und das fand ich sehr schön, aber auch sehr schade, weil ich kein Geld mehr hatte. Weil da gab es so einen Afrika-Stand und da dachte ich mir, ach Mann, warum haben wir das nicht eher entdeckt? Weil das wäre auch nochmal was Besonderes gewesen halt für Geschenke. Weil ich habe wirklich auf Krampf Geschenke gesucht. Ich wollte ja irgendwas Besonderes, nicht irgendwas, was ich auch hier kaufen kann, sondern irgendwas von dort halt. Und ja, irgendwie war das recht schwierig und da fand ich das dann so doof, dass wir halt diesen Stand dann erst zu spät gefunden hatten. Und dann sind wir da noch weitergelaufen, weil wir haben ja immer noch diesen Zazimo-Stand gesucht, aber nicht gefunden. Und da haben wir dann Leute gefragt und auf jeden Fall mussten wir da noch eine halbe Stunde laufen, bis wir dann auch nochmal auf so einen Markt gekommen sind, wo halt auch nochmal Kieler Woche war. Und wo dann endlich halt Zazimo-Stand war. Naja, da hätte man für 25 Euro plus irgendwelche Tabs, ich glaube das war irgendwie Kaffee oder Cappuccino, plus das Gerät halt für 25 Euro. Das war mir dann aber, ich habe deshalb das nicht gekauft, weil ich war ja nur mit einem Rollator. Es war jetzt nicht so 25 Euro, das hätte ich mir schon noch leisten können, weil es war ja Ende des Monats und ich hätte ja dann wieder Geld bekommen und es ist ja nicht so, dass ich dann hätte hungern müssen, also das hätte ich mir noch leisten können, aber ich dachte mir, das kriege ich ja nicht geschleppt und ja, deshalb hat da meine Freundin nur noch mal was gefragt bei dem Stand und dann sind wir halt wieder zurück. Im Endeffekt war es ein bisschen sinnlos, deshalb extra eine halbe Stunde zu laufen, nur um dann zu beschließen, dass man wenig kaufen will. Aber naja, so haben wir ein bisschen mehr kennengelernt. Vielleicht kann man in 1-2 Jahren, also nächstes Jahr ja nicht, weil da ist ja mein Kind noch, ja, so 7 Monate, 6 Monate. Und ich finde, also, da kann man das mit so einem Kind noch nicht machen. Da sind ja auch Bühnen und alles sehr laut und das ist dann doch nichts. Und die Kinder, die dort waren, die waren auch teilweise alle schon älter. Also die waren alle schon mindestens ein Jahr. Ganz vereinzelt hat man wirklich mal ein ganz kleines hat man gesehen. Das war erst ein paar Wochen alt. Und ansonsten waren die Kinder durchschnittlich alle älter, die da im Kinderwagen saßen oder so. Ja gut, das muss auch jeder Elternteil für sich selbst verantworten, bloß ich bin der Meinung, mit so einem ganz kleinen Baby kann man sowas wie die Kieler Woche nicht machen. Es kommt natürlich darauf an, Kinder sind ja unterschiedlich, mit manchen kann ich das machen, die stört das nicht, wenn es laut ist, mit anderen wieder nicht. Aber naja, vielleicht kann man es ja in 3 Jahren oder so, kann man ja nochmal so Kieler Woche und dann kann man sich ja... Da weiß man ja dann, dass es da noch weitergeht und da kann man ja an einem Tag dort rumlaufen und am nächsten Tag dort und nicht an einem Tag alles. Das ist dann ja anstrengend. Oder vielleicht werde ich ja auch wieder mobiler. Aber ja, das war schon sehr lustig. Ansonsten viel habe ich natürlich auf der Kieler Woche gekauft. Wir waren dann natürlich auch noch in C&A und in verschiedenen anderen Läden, auch unter anderem auch Babyläden. Das, die Umstandsmode und fürs Baby habe ich nicht so viel gekauft, sondern mehr Umstandsmode. Das werde ich aber dann auf den anderen Kanal zeigen. Hier werde ich euch nur die Geschenke zeigen und was halt jetzt normale Klamotten angeht und was halt jetzt für mich ist, was nicht allzu viel ist. Mir kam das relativ mehr vor, aber gut, nun fange ich mal an. Ja. Als Geschenke habe ich einmal hier diese Lollis.
gekauft. Die gab es auch früher schon, bei uns zumindest. Hier diese Lollis. Ja. Dann habe ich noch so Mini-Knobelspiele gekauft. Einmal so eins. Ach, in irgendeinem Dekoladen. Also auf der Kieler Woche habe ich, wie gesagt, nichts gefunden. Wir waren einfach nur, ich denke mal, wir waren nur an der falschen Stelle. Wir hätten wirklich mal weiter gucken müssen. Dann hätten wir herausgefunden, dass es noch, dass die Kieler Woche ja noch weitergeht. Ja, und dann noch dieses Knobelspiel. Und dieses Knobelspiel. Ach ja, und eins habe ich jetzt schon, ein Geschenk habe ich jetzt schon verschenkt. Also ich hatte noch was. Dann habe ich, das sind hier so Magnet. So Magnete für einen Kühlschrank machen. Das ist jetzt halt von Kiel. Dann ist das auch von, auch nochmal so ein Magnet und so ein Magnet nochmal. Die haben alle 2,99 € gekostet. Das klingt alles nicht viel, aber wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, dann ist es doch viel. Also ich fand die, wenn man wirklich für jeden was mitbringen will, ist es doch teuer. Ja, und dann habe ich noch, das hat 4 € noch was gekostet. Das ist so eine kleine, haben wir ihn so in Afrika oder Dekoladen gekauft. Da gab es auch so eine Afrika-Ecke und da kann man hier halt Kleingeld reintun oder Geld. Und das kann man halt an Schlüssel machen oder keine Ahnung, Einkaufschip, sowas in der Art. Naja. Ansonsten, jetzt kommen nur noch Sachen, die ich mir gekauft habe. Und zwar, das ist einmal, sind das 2 Schlafanzüge. Das ist so eine, die Unterhose praktisch. Und das hier ist mit Willy Pooh. Den finde ich ja so klasse, den Willy Pooh. Ja, das habe ich jetzt in C&A gekauft. Ich fand das Angebot dort irgendwie besser wie in unseren C&A. Gut, jetzt war ich auch schon etliche Wochen nicht mehr da. Aber was es bei uns in C&A gar nicht mehr gibt, ist Umstandsmode. Das haben die bei uns total rausgenommen. Was ich natürlich jetzt total doof finde. Gut, ich will auch nicht so viel neu kaufen, sondern mehr gebraucht. Weil ich finde, das lohnt sich für so eine kurze Zeit nicht. Ja, dann habe ich noch einen Schlafanzug gekauft. Und zwar, das hier ist jetzt die Hose. Und das hier, ach ja, das sind jetzt auch normale Schlafanzüge. In der Größe S. Und das hier ist das Oberteil. Auch wieder mit Willy Pooh. Da konnte ich mich nicht entscheiden, da musste ich beide kaufen. Obwohl ich gar nicht so viel Geld dort lassen wollte für Klamotten. Naja, aber was soll's. Dann haben wir noch ein Schnäppchen gemacht. Da war so ein Stand auf. Und zwar, da war so ein Stand auf der Kieler Woche. Und da gab es von einer Duftfirma, die ich nicht aussprechen kann hier. Ist er. Ich glaube, die wird Englisch ausgesprochen. Und zwar war das so, wir hatten da so eine Aktion. Und zwar mussten wir nur das Parfüm hier. Das war eigentlich auch ganz witzig. Wir sind gerade da rumgelaufen. Und auf einmal kamen da so 2 Frauen oder eine Frau, ich weiß gar nicht mehr so genau, weil wir so überrumpelt worden sind. Kommen Sie mal ran, kommen Sie mal ran. Zuerst zu meiner Freundin. Und dann stand ich so da am Rollator und dachte, hey, was ist denn jetzt los? Und da fing sie dann an, sie können auch mitkommen. Und, oder sie können auch rankommen.
Und da habe ich dann einfach noch den Rollator da stehen lassen, was natürlich auch ein bisschen blöd ist, weil den hätte ja jemand klauen können oder jemand hätte, da waren ja auch meine ganzen Papiere drin. Aber die Leute, die uns da angesprochen hatte, irgendjemand von denen hatte den dann beiseite gestellt, weil ich habe den ja da mitten im Weg stehen lassen. Da ging es ja noch von den Leuten her. Also da war noch nicht so ein Gedrängel. Und dann hat die halt gesagt, hat die uns hier das alles, ja. Ich glaube, die Handcreme aufgetragen oder die Bodylotion, lasst mich jetzt nicht lügen. Und hat uns dann diesen Duft und dann hat sie halt erklärt, das war so eine Aktion nur auf der Kieler Woche. Und zwar, wir mussten nur diesen Duft hier bezahlen. Und zwar, dieser Duft kostet 25 Euro. Und dann haben wir halt noch eben, na? Dann haben wir halt noch gratis dazu gekriegt, diese Hand- und Bodylotion. Und diese Haarshampoo und dieses Duschgel und dann nochmal Handcreme und nochmal Duschgel. Und dafür haben wir noch 25 Euro bezahlt. Wie gesagt, wir mussten nur den Duft bezahlen. Normalerweise hätte das wohl um die 80 Euro oder so gekostet. Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Ja, auf jeden Fall, das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen, weil ich fand auch den Duft so toll. Wenn mich jetzt natürlich der Duft nicht überzeugt hätte, hätte ich es nicht gekauft. Aber ich fand halt den Duft so toll. Ich fand, boah, riecht das toll. Und da dachte ich einfach nur, oh, das ist ja super. Und das muss ich haben, habe ich so gedacht. Und für 25 Euro, na hallo, darf nicht mehr noch. Und dann, wenn es normalerweise ja wirklich teuer ist. Und ja, also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, was sich auf jeden Fall lohnt, man kann da wirklich Schnäppchen machen. Hier diesen Duft habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Der riecht aber, glaube ich, ähnlich wie die ganzen Bodylotion und wie der Shampoo. Also das ist alles gleich vom Geruch her. Den Duft habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ganz einfach, weil ich ja drei Duft noch oft schon offen habe. Und die will ich erstmal leer machen. Und ja, ihr wisst ja nicht, dass die dann kippen. Und von daher hebe ich das lieber mal noch auf, weil wenn das Baby da ist, kann ich ja eh erstmal keinen Duft auftragen. Da hebe ich mir das lieber für schlechte Zeiten auf, wenn meine anderen Düfte mal leer sind. Habe ich ja noch einen in Reserve. Und diese anderen Produkte, die sind einfach super. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich die mir nachbestelle, weil mich der Duft absolut überzeugt hat. Und dann habe ich, das werden ja viele für albern halten, habe ich mir hier diesen Flamingo gekauft. Und zwar, der kann hier jodeln. Ja, wie gesagt, würden manche jetzt für albern finden. Der hat 8 Euro gekostet, auch in diesem Dekoladen, wo ich auch die Geschenke gekauft habe. Da hatte ich ja Angst, dass der es nicht heil mit nach Hause schafft. Aber er hat es geschafft. Und ja, was ich ja später gesehen habe, dass er hier eine Macke hat. Aber ich liebe ihn, diesen Flamingo. Ich finde das einfach witzig. Ich finde es einfach nur witzig und das musste ich einfach haben. Klar ist es sicherlich ein bisschen albern. Meine Tante wird auch sagen, wenn sie das sieht, so einen Schmarrn und dafür noch Geld ausgeben. Aber naja, so bin ich nun mal.
Und ja, das war dann eben meine Kielwoche. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Mir zuzuhören und meine Geschenke zu sehen, auch wenn es nicht allzu viele sind. Aber wie gesagt, ich habe ja dann noch ein bisschen andere Sachen gekauft. Die werdet ihr dann auf einen anderen Kanal sehen, wenn ihr möchtet. Und wenn nicht, dann war es das eben. Erstmal wieder von mir für euch für heute hier und jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.